Ich wünsche mir ein eigenes Kind. Ich bin aber schon sehr lang Single und möchte das deswegen jetzt alleine durchziehen. Ist mein Samenspender drinnen? Krass, oder? Ein kurzer Moment an so Panik, so ah! Oh, ja, einer wird da ja wohl hoffentlich... Ich wollte sagen, einer wird es schaffen, vielleicht. Das verteile ich jetzt einfach so im Gebärmutterhals. Jetzt ist eins da. Echt? Ja. In den nächsten Wochen werdet ihr hier auf dem Kanal etwas ganz Besonderes sehen. Maikes allergrößter Wunsch ist ein Kind. Sie ist aber seit Jahren Single und hat jetzt beschlossen, Solo-Mama zu werden. Für sie eine mega aufregende Zeit, in der wir bei wirklich allen entscheidenden Momenten dabei sein dürfen. Und die werdet ihr ab jetzt in den nächsten Wochen hier sehen. Wir begleiten Maike jetzt schon seit einem halben Jahr und uns war am Anfang überhaupt nicht klar, vor welchen Herausforderungen Maike dieser Kinderwunsch stellen wird und wie emotional dieser Weg werden wird, auch für uns. Wir haben beide echt so mitgefiebert. Ihr solltet dieses und die nächsten Videos auf keinen Fall verpassen. Also, lasst uns jetzt mal hier ganz schnell ein Abo da. Maikes Geschichte beginnt schon in dieser Folge mit einer großen Entscheidung. Sie hat Endometriose, eine Erkrankung, die eine Schwangerschaft oft erschwert, manchmal sogar unmöglich macht. Ich war mit ihr beim Gynäkologen, um herauszufinden, wie groß sind ihre Chancen, überhaupt schwanger zu werden. Was genau wird denn heute bei dir untersucht? Genau, heute wird nochmal ein Ultraschall gemacht. Da werden hauptsächlich die Gebärmutter, Eierstöcke und Eileiter angeschaut. Wenn Zysten oder Verklebungen vorhanden sind, müsste man dann eben nochmal eine OP machen. Was könnte im schlimmsten Fall heute passieren? Im schlimmsten Fall könnte man mir heute vielleicht schon sagen, okay, die Eierstöcke schauen so schlecht aus, dass eine Schwangerschaft gar nicht mehr in Frage kommt. Okay, krass. Warum willst denn du Kinder haben? Also ich war schon immer diejenige, die sich mit den kleinen Kindern beschäftigt hat. Seit ich 16 bin, war ich Babysitterin. Meine Neffen, meine Nichten, also ich bin eigentlich rundum umgeben von Kindern und bin da somit auch immer so ein bisschen der Kindermagnet. Also für mich geht es in erster Linie darum, dass ich einfach so meine guten Charaktereigenschaften oder meine Gene weitergeben kann. In der Regel ist es ja aber so, dass Leute Kinder bekommen wollen, weil sie in einer glücklichen Partnerschaft sind und einfach aus dieser Partnerschaft heraus ein Kind entstehen soll, sozusagen, das Beste von beiden mitgeben oder so. Das ist ja bei dir nicht der Fall. Nee, bei mir ist es eben so, dass ich schon sehr lange Single bin. Ich bin nicht unglücklich deswegen. Ich möchte auch nicht aus den falschen Gründen jetzt einen Mann suchen. Also es wäre verkehrt, wenn ich jetzt sagen würde, nur weil ich ein Kind bekommen möchte, suche ich jetzt einen Mann. Das ist für mich der falsche Ansatz. Ich glaube, bei mir wäre das, wenn ich irgendwann auch an so einen Punkt kommen würde, würde ich mir, glaube ich, auch selber Gedanken über sowas machen, kann ich mir vorstellen. Gerade so, wenn, weil viele sagen, der Vater fehlt, dann vielleicht diese Vaterrolle, muss ja nicht unbedingt der Vater sein. Das kann ja auch irgendwie ein guter Bekannter oder mein Papa zum Beispiel sein oder ein Schwager oder so. Daher wird dem Kind nichts fehlen. Ja, je mehr ich drüber nachdenke, denke ich mir, es hat halt enorme Vorteile auch. Also es fängt ja schon damit an, wenn man halt eben von einem Fremdsamenspender ein Kind bekommt. Man hat nie das Sorgerechtsstreit oder ich habe jetzt auch nie irgendwie dann Angst, dass mir das Kind auf irgendeiner Weise von irgendjemand weggenommen werden könnte. Glaubst du, dass dieses Angst haben vor dem Alleinsein eventuell auch ein Grund ist, warum du dieses Kind möchtest? Das spielt vielleicht schon auch ein bisschen mit einer Rolle, ja. Da fehlt schon ein Teil, ja, da fehlt was. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, mit dem Kind habe ich dann wirklich alles erreicht. Warum willst du gerade jetzt ein Kind? Erstens, weil ich mich seit ein, zwei Jahren eben sehr dafür bereit fühle, weil ich sage, mir geht's gut. Ich bin mit mir selber im Einklang. Ich habe alles durchdacht, alles berücksichtigt, was man berücksichtigen kann, um sagen zu können, ich bin definitiv soweit, ein Kind alleine großzuziehen. Und das Nächste ist halt natürlich auch durch die Krankheit, also durch Endometriose. Weil von Jahr zu Jahr wird es einem halt irgendwie bewusster, so okay, es kann sein, dass ich dadurch steril werde oder keine Kinder mehr bekommen kann. Hast du auch schon mal über irgendwelche anderen Alternativen nachgedacht? Ja, also ich habe mir über sehr vieles schon Gedanken gemacht. Ja, Adoption, es ist halt so, dass man ja auch verheiratet sein muss. Das ist wirklich in Deutschland halt auch sehr schwer. Und das ist tatsächlich sowas, was mir auch im Herzen wehtut, weil es gibt so viele Kinder, die eigentlich Hilfe bräuchten, aber ist leider nicht so möglich in Deutschland. Mhm.
Wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr in Zukunft Kinder bekommen und was wärt ihr bereit dafür zu tun? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Hallo. Wir gucken, dass wir uns auf jeden Fall sicher sein können, dass die Endometriose bei Ihnen kein Sterilitätsfaktor ist und dass Sie in diese Kinderwunschbehandlung mit 100% Chancen gehen. Dann würde ich sagen, wir gehen kurz zum Ultraschall. Wir schauen uns einmal den Bauch an. Wir schauen alle Organe an, die von einer Endometriose befallen sein können. Das ist Ihre Harnblase. Das ist eine Darmschlinge und wir sehen hier diese schwarze Stelle. Und das ist eben so eine tiefe Infiltration der Endometriose am Darm. Das ist ein richtiger kleiner Narbenknoten. Der ist hier 18 mm lang und 10 mm dick. Und mit welchen Kosten rechnest du jetzt so insgesamt, wenn du jetzt das 2-3 Mal probierst? Ja, also man wird, denke ich, schon auf 5.000 Euro kommen. Mhm. Wahrscheinlich musst du dafür auch auf irgendwas verzichten. Ja, definitiv. Man versucht halt dann wirklich jeden Cent umzudrehen und alles Geld irgendwie halt eben zu sparen, dass man ungefähr auf die 5.000 Euro kommt. Wann war denn für dich der Punkt zu sagen, ich nehme jetzt wirklich so viel Geld in die Hand, aber auch all diese Untersuchungen in Kauf? Also ich möchte unbedingt jetzt ein Kind haben. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt und letztes Jahr im November war es dann doch so, dass ich auch immer gemerkt habe, irgendwas stimmt wieder nicht von der Endometriose her und ich habe die besten Voraussetzungen geschaffen für ein Kind. Ich habe eine eigene große Wohnung, ich habe einen Garten, ich habe ein Auto, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, die mich unterstützt und das sind, finde ich, die besten Voraussetzungen dafür. Mhm. Für mich war das schon immer klar, dass ich Kinder möchte und ich bin noch ein sehr altmodischer Mensch und denke, dass mein Mann irgendwann, dass ich den so kennenlerne und nicht übers Internet oder so. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich sage so, boah, ich werd 32. Aber die Sorge ist, dass es dann zu spät sein könnte. Genau. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt ist da keiner in Aussicht und zu dem jetzigen Zeitpunkt gibt es da niemanden. Sondern habe da dann echt so schon ein bisschen so den Druck verspürt. Maike, um deinen Wunsch umzusetzen, ein Kind zu bekommen, braucht es ja auch noch einen anderen Part, nämlich den Samenspender. Genau. Wie hast du dir denn vorgestellt, wie das abläuft? Ich wusste, dass es Samenbanken gibt. Ich habe im Internet halt mal geschaut. Man hat schon sowas wie einen Katalog, so ein bisschen. Man kann da auch zwischen so vielen Sachen auswählen, dass ich da, also, dass ich da teilweise überfordert bin. Können wir uns das mal anschauen? Also hast du noch diesen Zugang zu der? Das würde mich ja total interessieren, welche Typen Männer du da ausgesucht hast. So. Ja, ich müsste mal schauen. Ja? Lieblingsspender. Ah, hier. Okay, da hast du jetzt... Die hatte ich mir jetzt ausgesucht, hast du jetzt 4. Aber das ist hier mein absoluter Favorit gewesen. Ich finde das Babybild so süß mit diesem Pausbäckchen und so ein bisschen diesen lockigen Haaren. Jetzt wird es, finde ich, schon ein bisschen absurd. Hier, hier steht ja so Lieblingstier. Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, bester Film, bester Lieblingsmusik. Das ist wie einkaufen, das ist irgendwie total komisch. Ja. Und hier steht der Preis, also man würde 1.065 Euro zahlen und hier steht noch Audio-Interview. Kann man da sich jetzt echt die Stimme von den Jungen anhören? Das finde ich total interessant, weil natürlich spielt die Stimme auch irgendwie eine Rolle, aber also eher so bei einem Dating-Faktor, ne? Ja. Es geht ja eigentlich nicht darum, mit demjenigen zusammen zu wohnen oder so. Ne? Also es geht ja da immer noch um sein Sperma und dann erfährst du auch nichts weiter über den Menschen. Ich erfahre überhaupt gar nichts von dem Menschen, nein. Mhm. Bei der künstlichen Befruchtung gibt es übrigens 2 Herangehensweisen. Einmal ist da die In-vitro-Fertilisation. Dabei wird im Reagenzglas eine vorher entnommene Eizelle der Frau befruchtet mit Samenzellen ihres Partners oder eines Spenders. Die Eizelle wird ihr dann wieder eingesetzt. Und dann gibt es noch die Insemination, bei der der Frau Samenzellen direkt in die Gebärmutter mit einem Schlauch eingesetzt werden. Wenn Maike von ihrem Arzt das Go bekommen sollte, dann will sie eine Insemination. Obwohl es dabei nur eine Erfolgsquote von 5-10% pro Versuch gibt. Aber die Variante ist einfach sehr viel günstiger. Schon dafür muss Maike insgesamt 1.700 Euro zahlen. Unterstützung vom Staat und den Krankenkassen bekommt sie als Single nicht. Damit beschäftige ich mich auch später in der Reihe noch. Okay. Und hast du dir die jetzt extra gekauft? Nein.
Nein. Meine Schwester hat die sich gekauft und dadurch nach dem vierten Kind jetzt, dann hat sie mir die gegeben. Und gibt es Leute, die auf diesen Kinderwunsch dann irgendwie auch kritisch reagieren und sagen irgendwie so, das ist, weiß ich nicht, vielleicht egoistisch, dass du das jetzt so machen willst, obwohl es vielleicht die Umstände gar nicht hergeben, obwohl du in keiner Partnerschaft bist oder sowas? Also komischerweise da was den Partner angibt, gibt es keine Einwände, aber dass ich halt eben Endometriose habe, das schon. Mhm. Die Endometriose, dadurch, dass sie bei mir so auf den Kreislauf geht, knockt mich ja doch ab und zu aus. Und klar macht man sich dann auch Gedanken, so ja, was ist, wenn es mir mal schlecht geht. Mit dem Kind muss man. Und das ist ja nicht so, dass ich alleine dastehe, sondern ich habe ja Geschwister, ich habe Familien. Und ich denke mir, man hält, glaube ich, mehr aus, wenn man ein Kind hat, weil man dann einfach muss. Was ich gerade total interessant finde, ist, dass es, wenn man geht ja immer davon aus, es ist am besten, wenn es auch zwei Partner sind und gleichzeitig können das aber auch nicht der Partner sein oder so. Ne? Es könnten auch irgendwie Freunde sein, es könnten irgendwie Menschen sein, die eben nicht in einer Liebesbeziehung stehen zum Elternteil. Aber es ist halt immer so dieses Bild, was die Gesellschaft hat, dass es immer, also im Schein eigentlich immer so Mutter, Vater und Kind ist. Aber wer sich dann letztendlich um das Kind kümmert, das ist ja in vielen Familien ganz anders geregelt. Und wer würde im Falle, also falls hier was passieren würde, dann ein Sorgerecht bekommen? Also das möchte ich hinterlegen, definitiv. Mhm. Bei mir wäre es dann eben entweder meine Schwester oder meine Eltern. Das ist die Gebärmutter, die liegt oben auf der Blase drauf. Die sieht auch normal groß aus und hat hier eine schöne Schleimhaut aufgebaut von 8 mm. Die sieht sehr gut aus. Das ist schon mal sehr gut. Hier sehen wir den rechten Eierstock, der schöne Funktionszeichen zeigt. Das ist ein normal großer Eierstock. Man sieht keine Endometriose. Sehr gut. Da sind wir auch schon beim zweiten Eierstock. Das ist der Eierstock hier auf der linken Seite. Der ist auch gesund. Ich sehe auch hier keine Verwachsungen. Der bewegt sich ganz gut. Er hat normale Funktionszeichen. Dann darf ich sie schon erlösen. Mhm. Bist du jetzt ein bisschen erleichtert gerade? Ja. Ja. Ja, schon. Wir sehen einen kleinen Progress der Endometriose. Die Beschwerden nehmen auch wieder ein bisschen zu. Das heißt, wir müssen leider davon ausgehen, dass die Endometriose weiter wächst. Wir werden kein Stück vom Darm entfernen müssen. Wir vermuten daneben viele andere kleine Endometrioseherde, die man einfach entfernen kann und die uns dann für die Schmerzen den Benefit bringen werden und hoffentlich dann auch eine schnelle, problemlose Kinderwunschbehandlung. Weil es für mich bei dem Termin auch ein bisschen verwirrend war, noch mal kurz zusammengefasst. Dr. Theis sagt also, Gebärmutter und Eierstöcke sehen gut aus. Trotzdem hat er bei Maike neue Endometrioseherde entdeckt und geht davon aus, dass da auch noch mehr Verwachsungen sein könnten. Und die könnten es schwerer machen, schwanger zu werden. Deswegen rät er Maike zu einer OP. Bedeutet das, wenn man jetzt diese Operation machen würde und diese kleineren Herde entfernen würde, wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Schwangerschaft entsteht? Genau. Für die Patienten, für die eine Endometriose ein Sterilitätsfaktor ist, die profitieren sehr davon. Es ist aber auch ein bisschen eine emotionale Entscheidung von ihrer Sache, dass sie sagen, vor was habe ich mehr Angst? Ja? Habe ich mehr Angst vor einer frustralen Kinderwunschbehandlung, die mich dann eben Monate, Jahre streckenweise hinzieht? Oder habe ich mehr Angst vor einer Operation? Nee. Okay, die Endometriose kriegt Maike mit der OP in den Griff. Schon mal wichtig. Nächster Schritt also, erster Befruchtungsversuch. Zudem begleite ich Maike in der nächsten Folge. In der gibt es auch eine spannende Wendung, weil Maike hat sich am Ende für eine Samenbank entschieden, bei der sie selbst gar nicht über den Spender entscheiden kann. Und ich schaue mir an, ob das Auswahlverfahren dort weniger seltsam ist als der Online-Katalog. Und das passiert in der nächsten Folge. Und da in einer dieser Behälter ist ja auch... Ist mein Samenspender drinnen. Krass, oder? Sowas kenne ich nur aus dem Biologieunterricht. Ja, einer wird da ja wohl hoffen. Ich wollte gerade sagen, einer wird es schaffen, vielleicht. Das verteile ich jetzt einfach so im Gebärmutterhals, dass die einfach schön da drin sind. Wenn Folge 2 schon online ist, dann findet ihr die hier. Bis dahin schaut euch doch mal den Film an, in dem Frank Roland getroffen hat, der sein Sperma im Internet anbietet. Und Nina und Lara sind Zwillinge und erziehen gemeinsam Ninas Tochter. Wie dieses Familienmodell funktioniert, hat sich Pablo von Follow Me Reports mal angeschaut. Den Film gibt's hier.